Ah, ich wollte doch noch aufs Dachkorb sein. Naja, dann machen wir halt so. Ich muss doch hier schön in den Sonnenuntergang. Guck mal. Willkommen zu einer weiteren Folge hier in 7 Days 1.0 in unserer Heimreiseserie. Und Debris hat es vermasselt, den Sonnenaufgang von schön für den Start hier zu benutzen. Nichtsdestotrotz, weil ich nicht vermasselt habe, wir haben in der letzten Folge sind wir ja schön mit Nitrat und Kohlen nach Hause gekommen und haben dann direkt hier Gunpowder angesetzt, halt Small Rack. Und. Ja, 5 Minuten später. Alles klar. Gut. Und damit konnte ich schön was herstellen. Hier, guck mal, hier sind ja ordentlich. Ich habe ja 50 Kontaktgranaten für die nächste Hordennacht und nochmal 50 Pipebombs gleich. Und mit dem restlichen Nitrat. Und so habe ich noch ein paar Farmplötte hergestellt, dass wir jetzt 10 Stück haben. Das ist ja nicht so die Welt, aber wenn jetzt 10 Stück da unten stehen, das ist ja auch oben schon wieder abgebaut. Und mit dem Rest, wie man gerade gesehen hat, bin ich noch Zombies am Beobachten, die gegen im Nachbargrundstück rumlaufen. Nee, bin ich Gunpowder am Herstellen. Wir können auch rein terroristisch, könnten wir auch eine Hunting Rifle Stufe 3 jetzt herstellen. Aber das Ding benötigt auch 3 Rifle Parts. Im einen Rifle Part benutzt, um das Ding hier, das Schätzchen hier herzustellen. Hier, Google, das hier, ja. Eins haben wir jetzt noch in der Kiste und dann war's das. Wir haben keine Rifle Parts. Was ein Problem ist. So, ich rechne fett damit, dass wir heute wieder Hordennacht haben. Oder morgen. Irgendwie so. Wir haben ja 5 Tage plus 2 Variable. Dementsprechend müssen wir uns darum kümmern, dass wir das wieder auf Vordermann bringen. Und guck mal, wir haben ein bisschen von Looten und so was, haben wir ein bisschen Concrete Mix fertig abgreifen können. Das ist ganz nice. Wir haben Cobblestone, haben wir natürlich ordentlich auf Vorrat, da habe ich dafür gesorgt. Dann haben wir noch ein bisschen Wood, da nehmen wir natürlich auch mit. Holz, Klötze, ja, Frames habe ich gerade ja schon hergestellt, dass wir da wieder knapp 500 Stück von haben, bis ins beim Kochen weggegangen. Und damit werden wir uns heute erstmal zu unserer provisorischen Hordenbasis begeben. Guck mal, da kannst du auch direkt wieder Zeug rein. Und die beifliegt. Danach melden wir uns bei Red, gucken, ob wir vielleicht noch was Schönes hat, weil wir mal eben schnell, so mal eben auf die Schnelle können wir da mal eben. Macht auch hier für eine halbe Stunde. Komm, bitteschön. Questtechnisch noch machen können. Und ja, dann müssen wir mal weiter gucken. Ich will nach und nach jetzt so hier von den Mollys weggehen, denn die sind mir schon zweimal im Gesicht losgegangen. Oder dreimal oder so. Ohne dass die wirklich weggeschmissen wurden, obwohl der Balken voll durchgeladen war. Ich traue den Dingern nicht mehr. Die sind buggy. Ja, ich musste auch minimal mit den Grafikeinstellungen ein wenig runtergehen. Wo ich mit meinem Neffen spiele, mit denselben Mods, andere Karte. Anderem Bild und so weiter. Da habe ich massive Probleme im Wasteland. Da liege ich so bei 20 Frames top, wenn es gut läuft, und wenn es dann so richtig zur Sache geht, bin ich da bei 8 Frames rum. Das ist natürlich ein bisschen zu wenig. Ich meine, gut, da bin ich am Hosten, aber hier bin ich auch im Aufnehmen mit OBS. Das ist, da muss ich ein bisschen einspannen. Ich hoffe, das ist nicht zu nervig. Da ein wenig runtergegangen sind mit dem Grafik, aber es sieht meines Erachtens nach sieht es noch schön aus. So ist es ja nicht. Und da hinterm Rooster ist unsere provisorische Hordenbasis. So, und sobald wir die nächste Horde abgeschlossen haben, dann gehen wir auf Scout-Mission, gucken wir mal, wie der Wasteland aussieht und wo wir uns denn niederlassen können. Wieso? Wir hatten, ach, irgendein Arsch hat hier einen Fettzaun hingestellt. Soll ich denn jetzt darüber kommen? Muss ich wieder am Bogen fahren? Außerdem war da noch ein fieser Fettsack. Ja, und nachdem wir die Scout-Mission abgeschlossen haben, Ziel der Scout-Mission ist natürlich auch zu finden, wo wir zukünftig da wohnen werden. Und danach ziehen wir natürlich dann da nach und nach hin um. Ja, so ein paar Sachen müssen wir halt noch beipflegen und Blöcke technisch ersetzen. Ich versuche mal so ein bisschen, so lange es geht. Ich meine, ich hab ein paar fertige Cobblestone-Blöcke mitgebracht, aber ich würde gerne, so lange es geht, hier noch. Ja, das war falsch, da solltest du hin. Von Grund auf upgraden, denn das gibt natürlich XP. Und XP, da wollen wir. Aufpassen, dass wir unser Beton jetzt nicht verballern. So, eventuell können wir da noch ein paar Blöcke hochbringen auf Cobblestone. Ja, die Lücken sollten wir ja füllen, wo es geht. Passt da tatsächlich hin, nice. Warte. Lass mich mal, ich habe so das Gefühl, dass ich mich gleich verklicke und dann wenig Beton, was wir dabei haben, dann da verballere. Dann hau ich dich mal eben, rein. Ja. Sicher ist sicher.
Wir haben auch von draußen da weggekloppt. Okay, das ist doch stärker beschädigt, als ich angenommen hatte. Ja, aber für eine Nacht reicht's noch. Nee, das ist Metall. Das ist Holz. Man, das Ding hat sich ja gut angeboten, dass wir da Mollys hinschmeißen können, wa? Ich glaube, das lasse ich da stehen. Ja, ich bin damit zufrieden. Das muss man tun. Bist du eine Kaffeepflanze? Hier steht Kaffee für uns rum. Danke. Da sage ich nicht, man ist ja ein Kaffeehaus, wa? Na gut, dann zurück in die Basis, was trinken und wahrscheinlich tickst dann auf 8 Uhr und dann sehen wir, ob es heute Nacht ist oder nicht. Heute Nacht? Heute Nacht. Denn Nacht, nicht heute. 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 Wo ich hier gerade hier den Rain und sowas sehe, lass mich dich mal auseinander ranchen. Guck mal, wie viel Armor-Bücherchen wir kriegen, bevor wir tatsächlich umziehen. Wenn wir da noch auf Stufe 5 Armor-Klamotten kommen, dann würde ich sagen, stellen wir die hier oder ja, stellen dann her, das, was wir dann auf Vorrat haben. Und heute ist tatsächlich heute Nacht. Guck mal einer an. Ja, da brauchen wir heute nicht mehr allzu viel zu machen. Außer Zeit zu überbrücken. Was mache ich dann? Gehe ich dann buddeln oder. Lass mal erstmal gucken, was der alte Sack hier für uns an Quest hat. Vielleicht hat er hier ja was Schönes in der Ecke, wo man mal gut reinhopfen kann. Uah. Hallo. Also. Noch mal einer behaupten, 7 Days hätte keinen Essenslieferservice hier. Guck mal, direkt vor die Haustür gepackt hier, das Ding, schöne Ding hier. Ja, kann man sehen, wie oft wir daneben hauen. Geschenkten Gaul schaut man unter die Hufen oder so oder vor Small oder irgendwie sowas. I'll sell you goods, but if you cross me, you'll meet the wrong end of my 44. Okay. Restore Power ist natürlich nichts für uns, weil das ist über Nacht und in der Nacht sind wir Zombies am Klatschen. Ronson Residenz, hier gibt ein paar Bücherchen drinne. Nicht so das Wahre. Burnt Residence ist sehr, sehr schlecht für Bücherchen. Dry Court Residence. Ja, Residenzen generell haben gute Chancen. Bücherregale. Lazy Fitness. Da können wir bestimmt ein bisschen was auseinanderrenschen, könnten wir da ein wenig. Momentan haben wir genug Residenzen gesehen. Wollen wir mal irgendwas Geschäftsmäßiges oder sowas sehen? Gucken, warte mal, wo ist das? Fui, 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 das ist ja 4,8 Kilometer weg. Nevermind. Dann habe ich nicht darauf geachtet gehabt. Ach, da, damn it, dann muss das ja doch eine blöde Residenz sein. Ah, shit. Weil hier in der City, da waren wir eigentlich, da waren wir schon überall drin, glaube ich. Ich glaube, mal gucken, da müsste, glaube ich, nicht ein einziges Gebäude sein, wo ich mich schon drin war. Nicht alles ist in Videos gelandet, aber wir waren überall schon drin, ne? Dann müssen wir hier. Die beiden. Da kommen nur die beiden in Frage. Dann nehme ich hier das Fettchen quer Mischmacht. Da gibt die meiste Arschlingtasche. Das Pli-Pla-Plack. Den wir dann natürlich wieder mit dem Speer nicht kaputt machen können. Was ist denn das mit den Waffen in letzter Zeit? Ich habe das auch in der Nicht-Aufnahmeserie, wo ich mal mit dem Neffen rumspiele. Da habe ich mit dem Stambaton. Großer, großer Fehler. Die Waffen, die kriegen die Plugs nicht mehr aufgeschlagen. Dann war mal so, denn die konnten das mal easy peasy, lemon squeezy, aber mittlerweile muss man mal mit der Axt daran. Das ist lächerlich. 5 Hitpoints oder so, 5 bis 10 Hitpoints und die Waffen kriegen wir nicht aufgeschlagen. Das war nicht das richtige Tool, um das auseinanderzunehmen. Oh. Der hat uns gar nicht bemerkt. Der bemerkt uns immer noch nicht. What the fuck? Wenn dem so ist, wir merken uns auch weiterhin nicht. Merkwürdigkeiten tun sie auch, sonst werden Zombies aus 3 Kilometer Entfernung auf uns aufmerksam. Und heute stehst du neben den rödelst ein Bett auseinander. Farmer-Outfit. Was soll ich so was anhaben? Bist du besser? Du bist nicht besser, du bist identisch. Denn dann scrap ich dich. Für nochmal so was. Hm.
Schmeiß mal der Papier raus, mach mal das Nägel weg und mach schon mal 3 Bandages. Die kann ich dann in richtige Verbändchen umwandeln gleich mit dem Aloe Vera Schnickschnack, den wir da haben. Ihr seid verschlossen. Ich soll übers Dach, wa? Ich mache euch jetzt schon mal auf. Wahrscheinlich müssen wir nämlich dann eventuell, wenn wir mal die Beine in die Hand nehmen müssen oder so. Das sieht nach Endloot aus. Das ist der Endloot. Siehst du? Aber wir gehen den regulären Weg. Machen schon mal auf da, gehen den regulären Weg und dann gucken wir dann mal. Was haben wir hier? Assassin, Hut, du bist aber Grass Medium. Da habe ich schon Gedanken drüber gemacht. Eventuell nutzen wir mal eine Zeit lang Assassin. Meine Überlegung war, ich will das nicht ganz nutzen. Da das, diese Rüstung ist total overpowered, ist die. Dich werde ich momentan spammen. Aber meine Überlegung war, wenn wir dann mal gerade jemanden so Headshot, ne? Dass der uns dann Halloa mal kurz vergisst, bis wir nachgeladen haben, dann hauen wir nochmal drauf. Ha, da ist eine Wanderhorde, wo schon ein Kopf mit drin ist. Es wird langsam beefiger. Ich glaube, ein paar haben es auch entdeckt. Wer ist da? Hör mal, da unten sind ganz viele Freunde von dir da. Da sind ganz voll die Wanderhorde. Die wollen mit dir mal reden hier. Du hast da am letzten Patienten nach so Scheiße gebaut. Die kommen nicht jetzt. Alright, die Tür haben wir aufgekloppt, dann sollen wir wahrscheinlich hier nochmal aus dem Fenster. Da ist ein Betonmixer, Mischer. Mixen tut er auch. Der gibt nochmal ein Forge Ahead. Wieso werden wir nicht in den Garten geleitet? Oh, vielleicht sollen wir hier runterfallen. Das macht Sinn. Da war ein Trap, ich bin da runtergefallen. Guck mal, Betonmischer. Siehst du, da ist ein Forge Ahead drin. Lass mich mal eben hier bitte anziehen und dich dann direkt lesen. Für vielleicht einen extra Punkt. Wir können selber Zementmixer herstellen. Vielleicht schaffen wir das noch vor der Horde nach, dass ich da noch ein bisschen Beton raushole. Ja, dann müssen wir dann aber auch wieder upgraden. Alles. Ja, wir haben auf jeden Fall haben wir für unsere Hauptbasis dann haben wir dann Betonmischer. Den werde ich dann, glaube ich, erst vor Ort herstellen. Das ist eine Werkbank weniger, die wir hin und her transportieren müssen, ne? Macht Sinn. Das raus. Dann da drauf. Und macht mir da direkt erst First Aid. Bin ich das aus. Sweet. Die stecken da drauf. Dann sind wir da wieder auch mit zufrieden. Das Radiator-Ding können wir mal runterscannen. Ich hätte auch vorher am Anfang hier so ein paar Sachen im Bike auslagern können. Aber das wäre für richtige Super-Mega-Pro-Gamer. Wir sind nur Pro-Gamer. Und wie komme ich da jetzt wieder hoch? Müsste es mir hier irgendwo eine Leiter dann geben oder was? Schulhaus will auch nicht offiziell dazu gehören. Warum nicht? Ich sehe da doch noch eine Eileen. Oh, jetzt wollte er. Jetzt gehört er doch dazu, weil wir hier runtergekommen sind. Aber da oben ist schon der Endloot. Ich hätte jetzt da beim Balkon gehen müssen, dann wäre ich beim Endloot gewesen. Wenn ich da nicht so getan hätte, dass ich runtergefallen wäre. Das heißt, hier werde ich gar nicht natürlich hingeleitet. Werdet ihr denn dann auch noch Quest relevant gewesen, wenn ich nicht in den Garten gegangen wäre. Ich meine, ja klar, wir müssen hier hin für das Zettel-Ding. Aber wenn man hier nur eine Klee drin hat. Nerdy-Ausrüstung wieder angezogen. Theoretisch könnte man ständig mit der Nerdy-Brustrot-Kombi da rumrennen. Den Overall hier. Ja, so. Bier hier. Wo habe ich eigentlich mein Bike stehen? Könnte ich da mal kurz was zwischenlagern? Das wäre ganz passabel, wenn ich das mal eben dürfte. Eileen, das ist noch Überbleibsel von der Wanne. Und ich sag doch, hier rennt eine Eileen rum. Hier glaubt man wieder keiner. Ich habe mir selber auch nicht geglaubt, aber hier rennt noch eine Eileen rum. So, das sieht doch schon wesentlich freier hier aus und beweglicher für uns. Mal auf das Ding hier, ich hab's eigentlich, mal auf hier, so, direkt zur Treppe. Im Bambum, wir sind nicht dumm, wir gehen andersrum. Boah, ich mag das nicht, wenn ihr auf poetisch tut. Lass mir hier regulär. Hier da drüber, alle hoppala.
Und dann da rein, ins Badezimmer. Lass mich hier rein. Hier, der hat uns auch noch nicht bemerkt. X. Oh, kein Toilettenwaffe. Irgendwann kriege ich meine Toilettenwaffe noch. Irgendwie habe ich jetzt noch keine einzige Waffe auf Toilette hier gezogen in der Serie. Fake? Du bist fast fake, oder? Ich dachte, da könnten eventuell noch Zombies hinterstehen. Ich hätte vermutet, dass der Balkon hier noch ist, aber nö. Da könnten jetzt ja noch ein paar sein. Könnten da jetzt noch. Wir haben noch keine Sneaky-Klamotten an. Ne, das ist geschlossene Gesellschaft. Ihr lasst mich mal alleine hier auf dem stillen Örtchen rumkacken hier. Braucht da keine Gesellschaft bei? Das ist halt ekelhaft, ist das ja. Komm mal, oh, Red Sonja Slipper Tiddies. Halt die Tür aber sehr schnell down hier. Komm mal, Red Sonja. Und wir sind ready. Fertig sind wir ready. Nice. Das ist doch hier ein bisschen was. Bisschen Muni, die wir für nicht ruhig. Oh, ne, die brauchen wir. Aber die andere Muni, die brauchen wir langfristig gar nicht. Die könnten wir in ihren Einzelteilen zerlegen. Da ist nichts hinter. Ah, schon wieder so ein Ding. Jetzt habe ich kein Leder in der Tasche. Ach, du machst das aber auch immer ungünstig, du. Habe ich ein Bike? So, wir stehen kurz davor, dass die Hordennacht beginnt. Das ist nochmal genug Zeit, dass wir uns nochmal angucken können, wie der momentan bei uns aussieht. Wir haben für nachher, für Bücherchen zu lesen, haben wir das Nerd-Outfit dabei. Wir haben gut Repair-Kits dabei. Das haben wir Munition dabei. Wenn wir in Nahkampf gehen, hauen wir uns Vitaminchen rein. Wir haben Not-Erste-Hilfe-Zeugs dabei. Wir haben Kaffee dabei, wenn wir Durst bekommen. Das würde ich mir aber gerne aufbewahren. A, wenn wir in den Melee-Kampf reingehen und B, im Idealfall gar nicht benutzen, weil ich hätte das gerne für Minenarbeit. Dafür habe ich hier Golden Rod Tea, was wir uns auch mal reinpfeifen können. Und wir haben hier ein lecker Süppchen, was wir uns reinpfeifen können. Da gibt uns gut Stamina und hast nicht gesehen. Genau wie das, aber noch zusätzlich Wasser. Wasser und Molly sind in Kombination zu benutzen, wenn wir uns selber abwackeln. Und was ich noch vermelden mag, der Fluch hier hat sich für uns verändert. Der ist eine Stufe weitergewandert. Der ist jetzt, hat jetzt einen 2-Stunden-Timer und wir sind nicht mehr verflucht. Wir sind, mehr nervös. Wir sind nervöser. More on the edge, mehr am Rand, mehr aufgewühlt. Der Thais, der wird bald in die Finalphase eintreten, wenn die Zeit hier umgegangen ist. Und der Stil wird rot werden. Und da könnte was passieren. Bin mal gespannt, was dann passiert. Selber habe ich das noch nicht erlebt. Und die Zombies sind da. Wunderbar. Wir fangen natürlich an, hier die mit Pipe-Bombs zu bombardieren, wenn sie sich dann irgendwo gesammelt haben. Man kann auf zwei Arten machen. Man kann immer hier eine scharfe Pipe-Bomb darunter schmeißen. Bumm. Lass die schön zerfetzen, in die Luft fliegen, wie es sich gehört. Oder man kann aber auch hier so ein paar, ohne die anzuzünden, darunter schmeißen. Hier so ein, zwei da rein. Und dann eine anzünden und da reinschmeißen und machen eine große Bum-Bum-Bum-Explosion. Siehst du? Das hat natürlich Potenzial, stärkere Zombies wegzufetzen und eine größere Gruppe. Der Explosionsradio steigt dadurch nicht, aber ja, das kann man so machen. Momentan, glaube ich, sind die Zombies so relativ anfangsmäßig unterwegs. Darf man noch nicht viele Heavy-Dudies dabei haben, da können wir also einzeln schmeißen. Ja, das war jetzt nicht so ein großer Haufen, guter Haufen. Sammelt euch mal wieder schön in irgendeiner Ecke. Ja, da ist ganz gut, warte, ich komme mal rum. Die Position hier war eigentlich ganz nice. Haben wir beim letzten Mal festgestellt. Letztes Mal hier in unserer Hurra super Sonder hier, die zur Not da ist. Da ist das erste Päckchen. Da ist der erste Sack für uns, den wir nachher looten können. Hoffentlich mit Bücherchen drin. Ne? Hier vorne zur Toilette ist gut und die Ecke ist immer gut, um die schön hier einzusammeln. Granaten sind ein bisschen eigen. Das ist eine Kontaktgranate. Die geht natürlich direkt hoch, wenn wir die auf irgendwas draufschmeißen, sei es ein Objekt oder ein Zombie. Die Granaten hier, die haben, selbst wenn man Pin gezogen hat und geschmissen hat, dann noch 2-3 Sekunden, bis die dann tatsächlich hochgehen. Guck, Pin gezogen, das Ding da runtergepfeffert und... funktioniert, ist nicht so meins. Ich mag die Kontaktgranate wesentlich lieber, deshalb habe ich die auch hergestellt in großen Massen.
Schauen wir mal. Was ich wohl schon sagen kann, ich weiß noch nicht, wie wir im Wasteland da wohnen werden. Aber unsere Hordenbasis wird direkt in der Wohnung mit integriert sein. Das weiß ich jetzt schon. Dann versuchen, wo das möglich ist. Und die wird definitiv einen Granatschut haben. Weiter, wie es weiter aussieht, was wir da bauen, weiß ich noch nicht, aber die muss unbedingt einen Granatschut haben. Das Bum-Bum-Explosions-Feature hier in unserer Serie ist definitiv ein Hauptaspekt, wie wir das hier spielen wollen. Zumindest für Hornnächte. Alltag, müssen wir mal gucken, wie sich das ausgeht. Kommt immer auf die Situation auf, an dem wir da gerade befinden, ja? Ja, die Ecke wäre gerade momentan besser gewesen, aber das kann ich ja vorher nicht riechen, wo ihr da gerade hinrennt. Geht ja wieder darüber. Die Pipe Bomb nicht zu lange in der Hand halten, die geht irgendwann noch in der Hand los, wenn man die Lunte schon angezündet hat. Molotov-Cocktail kannst du relativ lange festhalten. Das ist, sag ich mal so, nicht, dass ich jetzt Bullshit erzähle. Probieren wir mal aus. Wir haben ja Wasser zum Löschen dabei. So, machen wir dich mal an. Und halten den Werf. Gedrückt, du bist nicht so. Dann bei dir läuft die Lunte nicht ab. Bei der Pipebomb sieht man, dass die Lunte abläuft. Dafür bist du ziemlich schwierig und willst manchmal nicht fliegen. Ja, diesmal ging es ja. Gott sei Dank. Machen wir dann nochmal mit der Pipebomb. Ich glaube, eine Handexplosion sollten wir aushalten. Ist natürlich risky, jetzt zu testen. Wa? Aber Versuch macht klug. Wir sind ja auch hier, um uns ein wenig Erfahrung anzeigen. So, guck mal, Lunte wird kleiner. Ja, das geht. Halbe Gesundheit ist down, aber eine Explosion halten wir selber aus. Also die musst du dann tatsächlich wegschmeißen bei Gelegenheit. Wir müssen auch nicht immer den Wurfbalken bis zum Ultima durchpowern. Können ich auch vorher schmeißen. So, genug experimentiert für heute. Wir haben noch keine Kontaktgranate geschmissen, ne? Halt du mal da eben still, dann. Au. Die hat zurückgefessert. Weil wir die am Kopf getroffen haben, war die dann zu weit oben. I don't like that, weil wir sind auch relativ nah an euch dran. In unserer finalen Hordenbasis wird das definitiv nicht mehr der Fall sein. Ja, du wolltest noch wegrennen, war aber nicht mit mir. Ja, Karen geht fliegen. Mal so weit fort. Schwester ist dann auch wieder mit dabei. Schön, dich zu sehen. Heute habe ich mal die WC-Tür zugemacht. Da müssen sie erst durchklopfen. Haben da auch schon so ein bisschen. Ja, wir wollen es denen ja nicht zu leicht machen. Lass mich mal hier, Lenklenbock hast du echt bescheuert da platziert. Ich bin kurz vorm Abrutschen hier. Ey, ich werde erst mal machen, du da, oh, das ist eigentlich ideal, um da ein Bömmchen reinzuschmeißen. Mal, halt mal da. So, da. Ja, nicht so ganz. Das ist, Holz da drüber weg. Aber du bist wenigstens frei. Ich bin ja nicht so. Soll mir mal keiner nachsagen, dass ich nicht hilfsbereit bin, wa? Ja, bitteschön, halt mal fest und bumm. Ahaha, stick noch vor, schön mit erwischt. So muss der. Ah, Squishy Tilly Deluxe Original. Ja, jetzt nicht Position wechseln. Haben wir nicht gerade festgestellt, dass die Dinger hier auch eine Hand losgehen können? Ja, wieder eine fetzige Atmosphäre hier, eine Bombenstimmung, ne? Granatenwetter. Okay, könnt ihr mal euren Kumpels da draußen vor dem Café hier sagen, dass die hier reinkommen sollen? Die Türen sind offen. Das ist kein Grund, hier die halbe Wand von draußen kaputt zu schlagen. Die können ja ruhig rein. Bin da nicht so. Da ist gerade keiner. Wieso ist da gerade keiner? Gerade war der doch noch da, als ich mir das vorgenommen habe, da hinzuschmeißen. Da müsst ihr ganz gut sein. Jetzt lauf doch jetzt. Mo, geh wieder zurück. Oh, ah, den Köter erwischt. Nice. Alter, wieder. Oh, jetzt bleibst du da liegen. Ja, stehen. Oh, sitzen. Jawohl. So gut. Dieste. So muss das. Ich habe mich da auch noch erwischt. Ich glaube, die haben so ein 4-Block-Radius, Explosionsradius oder so. Die Pipe-Bombs oder so. Steht da irgendwo drauf. Fuse Time 4 Sekunden. Explosion-Radius 1,5. 1,5 war es. 1,5 Quatschi-Ducky-Badeenden. Ich denke mal Blöcke oder Meter. Grau mich hier nicht so an. Böser Fifi. Fifi hat überlebt, wenn ich da. Guck mal, pack ich da ein. Pack ich da ein. Genau. Halt die Position. Ja, hoho, perfekt. Schön, wenn du mitmachst. Immer wieder eine Freude zu sehen, dass die Zombies einen zuarbeiten.
Mo, diesmal Position halten. Nein, du, wieso rennst du mir denn immer? Du wolltest nicht nachkommen, nur weil ich Mo gesagt habe. Ich meine, du warst gemeint, aber ich, das hieß nicht, dass du hier rüberkommen sollst. Können wir ein bisschen besser abklastern hier, sonst ist das eine ziemliche Verschwendung mit den Pipe-Bombs hier. Ich hau mir nochmal eine reguläre Granate runter. Ja, bitteschön. Ja, genau, perfekt. Und jetzt? Hast ein bisschen zu lange gewartet, Mr. Granate, ja. Hast die weibliche Granate da nicht weggehauen mit. So, jetzt haben wir nur noch die Kontaktis. Was Granaten angeht. Hier müsste ich doch einen relativ guten Schusswinkel haben, um nicht jemand anderes zu treffen, wenn die Spiders mal nicht da gerade hochkommen. Ja, das geht. Direkt den Boden getroffen, Böps. Da, der Punkt ist okay. Damit können wir arbeiten. Das gab ein bisschen Rückkopplung. Also der Stuhl ist schon wieder zu hoch. Okay. Nur beim Boden angesehen. Wahrscheinlich dann auch nicht auf die Köpfe. Du machst einen größeren Bums-Bums-Radius als die Pipe-Bomb. Aber die Pipe-Bomb ist auch ganz nice. Ich denke mal, wir kommen da ganz gut mit zurecht. Und wir haben ja auch noch unsere Hunting-Rifle, haben wir auch noch. Nice. Lass die XP hier reinflattern. Könnte echt ein bisschen schneller hier aufpeilen, ja. Oh, ich hab's doch vorher gesagt. Wenn wir das Punching-Turret auf dem Dach wegnehmen, haben wir heute Geier dabei hier. Ich dachte gerade, da wäre eine Spinne, aber habe ich falsch gedacht. Wenn ich da so... Ja, das geht mich auch nicht. Perfekt. Nee, ihr braucht ein bisschen, bis ihr euch durch das Dach geklopft habt. Das ist ein tausender Stahlblock, der da drauf ist. Ist nicht so stabil wie ein Cobblestone. Das hat Cobblestone 1200 Headpoints. Aber definitiv stabiler als Holz. Was geht zu den Seiten, wenn die hier noch sind? Nicht so gut. Naja, das ist die Brüstung können wir da gut nehmen, ne? Die kleinen Tresen. Wo wir da gerade von Tresen reden. Da, bitteschön. Da, wo die Köterleiche liegt. Die würde ich auch ganz gerne jetzt abbauen für extra Leder, aber ich glaube nicht, dass die bis zum Ende der Hordennacht übersteht. Ich meine, die ist jetzt schon weg. Hahaha. Ja, halt dich an den Tresen da fest, an der Theke da. Arbeitsplatte. Arbeitsplatte heißt das. Da ist keiner mehr. Oh, dann ist einem blöden Bob abgeprallt, an dem eurem Baumeister da. Oberscheißer Bob da. Bitteschön, hier, da. Hier, Ladies, schön die stehen bleiben und jawoll. Oh. Guck mal, Karen spielt Lieutenant Dan. Das finde ich ja schon ein wenig verhöhnend. So, hast du davon? Kannst du Lieutenant Dan nicht verarschen? Ne? Haben wir da gerade Wolfsgeul gehört? Haben wir einen Direwolf hier? Oh, dann müssen wir doch langsam hier ein paar Birdies. Hier, du. Hold the line, position und hast du nicht gesehen? Ach, der Tisch doch nicht weg. Ach, nö. Hat trotzdem noch gereicht. Man merkt, ich brauche noch ein bisschen Übung. Wurfgeschosse generell in 7 Days angeht, aber ich glaube, wir machen uns ganz passabel. Ich könnte ja auch noch mal Molly schmeißen, ne? Das landet doch wieder in meinem Gesicht, das spüre ich doch. Da, das nie. Das ging gut. Aline, du hast ja gar nicht abbekommen. Hier, nein, du bleib in der Ecke da stehen. Och, nö, Schätzekind, komm zurück. Danke. Mhm. So muss der. Ich sehe bis jetzt nur 4 Beutelchen. Leg mal ein paar Beutelchen nach. Ich brauch doch mein Loot. Wollen wir denn vorankommen? Ich brauche viele Magazine. Das wird auch voll wieder weggepitcht. Ja, müssen über Bande, müssen wir hier spielen, sonst wird das nicht. Immer so ins Regal geballert. Ja, der geht auch nicht so wirklich tolle Weg davon. Der hat gar nichts getroffen. Ach, nee.
Und das Regal da? Ja, das war tick, tick und dann... das war gut. Hier abgeprallt, an der Wand abgeprallt und dann auf den Tresen gelandet. Da auf dem Brettboard, whatever. Wieso kommentiere ich das eigentlich? Das habt ihr doch gesehen. Wir sind am Aufnehmen. Dann sehen die Leute das. Wir müssen keinen Podcast hier rausmachen. Da. Und das Regal da. Ja, die Ecke ist nice. Wenn die Zombies denn nochmal da stehen bleiben würden. Ah, dann visierst du sie gerade an, weil sie sich da aufpeilen. Dann ziehen die weiter. Irgend so ein Stümmelmaster ist da unten. Da. Ich bin schon wieder am Kommentieren, was man eh schon sieht. Boings. Was kommen sehen, wa? Türrahmen for the win. Mo, geh auf Seite. Ich wollte doch da einen abtitschen lassen. Na, nehme ich dich halt. So. Na, wer sind Sie denn? Hasso und Rex wollen mitspielen hier. Ja, fang auf. Oder Stöckchen. Fang nach Knöcklein. Wunderbar. Oh nee, Mo lässt die Dinger immer abtitschen. Du bist eine kleine Ratte, bist du ja. Lass die nicht abtitschen. Da, so, da, genau. Danke für den Beutel. Das war so jetzt nicht geplant. Das war eine taktische Fehleinschätzung des Platzes da. Alle, Mahlzeit, könnte ich mal eben hier durch. Danke. Weil ich wollte, das war, jetzt kann ich ja zugeben, jetzt bin ich ja hier Sicherheit auf dem Dach, sag ich, wollte tatsächlich hier eben kurz runterfallen, damit ich die Birdies wegmachen kann. Ich meine, ich hätte auch die Luke nehmen können. Nein, ich bin runtergefallen. Seien wir ehrlich, wir sind runtergefallen. Na klar, natürlich sind wir wieder verbeult. Wir haben ja auch ein Kratzerchen abbekommen. Dann ist, One Point All so schlimm. Du kriegst du hundertprozentig, wenn du ihn schwach abkriegst, was sich im Laufe des Spiels nicht vermeiden lässt. Kriegst du hundertprozentig eine Verseuchte. Egal, musst du schon richtig heftig super Heavy Armor anhaben, die spezifisch Critical Injuries verhindert. Dann kriegst du das eventuell nicht. Bei jedem Schlag. Dann ist halt jeder fünfte Schlag oder so. Da habe ich echt momentan in 1.0 echt meine Problemchen mit, weil ich bin eine Frontsau. Ich mag es im Nahkampf mit den Mini-Waffen da reinzugehen, bisschen aufs Pressbrett selber zu bekommen und ordentlich drauf zu hauen. Aber ich bin ständig dann 1.0 verseucht und er geht sowas von ratzfatz der Honig mit, weil er immer in einem Serien aus hier und wo ich mit meinen Neffen spiele in der Welt. Ist übel. Ich muss mich da umstellen in meiner Spielweise, oder? Hier muss ein Patch reinkommen, damit das ein bisschen softer ist. Ja, nochmal ein Knöchlein für dich. Musst du dann auch nicht umdrehen und... Ja, jetzt zu spät. Muss ja auch hier zurückbringen, ja. Das heißt, ins Maul nehmen und dann hier zu mir hinrennen. So läuft das eigentlich, ne? Honig habe ich natürlich nicht mitgenommen. Ich bin da ja von ausgegangen, ja, wir sitzen ja sicher oben drauf. Und wenn wir hier Meli müssen, da können wir hier, da sitzen wir immer noch relativ sicher, können wir wieder durch die Wand hauen. Ich dachte, ja, Honig brauchst du nicht mitnehmen, der passt schon. Aber also, nach was denn im Beutelchen drin ist. Hold position, please, bleibt man da stehen, Businessman. Yo, den haben wir auch noch erwischt. Das war doppelt Businessman down. Gut. Könnten wir da. Ach so, der Fifi hängt da irgendwie fest. Wie hast du dich denn da rein, wenn du. Ich meine, Schwester Hess hat für ihn auch geschafft. Der ist perfekt. Der ist perfekt. Auf dem Rücken. Hehe. Hat das Entlausungskur Deluxe. Das ist Tiefenreinigung. Die Flöhe und Läuse kommen erstmal nicht mehr wieder. Gut, muss ich jetzt wohl einen neuen Hund zulegen, aber naja, ein bisschen Schwund ist immer. Aber wo Schwund? Die Pipebomb ist total verschwendet gewesen. Ist da mittlerweile ein Loch im Badezimmer? Ja, wa? Oder? Gucken, ob ich da verbande da vielleicht. Ja, doch, da geht das drei Treffen oder was? Nö. Zwei verschwendet hintereinander, das ist nicht gut. Hier, Schwester ist einmal fest. Nicht wegrennen, da bleiben. Ach nee, lauf doch nicht weg, dann sind jetzt drei verschwendet hintereinander. Eileen, du musst uns hier die Ehre wieder retten. Hier, fang auf. Da, halt fest. Kannst du dir ja Bob geben, der freut sich darüber.
Ja, klappert euch da ein wenig. Ja, wieso bist du jetzt wieder doch nur alleine? Ja, egal, fang auf. Relativ munitionssparend noch. Was mir ganz recht ist, denn ich habe das Gefühl, bei unserem nächsten Folge Wasteland Scout Mission, da werden wir unsere 762 brauchen. Ziemlich sicher sogar. So. Ein Zwillingspärchen weggehauen. Sweet. Wir haben vorhin in der Wanderhorde, die wir uns nicht gestellt haben, haben wir schon Kopf mit dabei gesehen. Aber hier noch nicht. In der Hordennacht noch nicht. Heißt, Wanderhorn technisch sind wir da schon eine Stufe weiter, was die Schwierigkeitsgrad, den Schwierigkeitsgrad der Zombies angeht. Hordentechnisch aber noch nicht. Also Abendshorden, Nacht, Blutmonar. Aline, hier, Herr Pottfröde, hier ein Geschenk. Nicht wegrennen, auch nö. Ja, die wollte jetzt hier kurz mal hier zu ihrer Freundin hinrennen, auf Schwester Esther, und ihr erzählt, dass ich dir was geschenkt habe und der Esther nicht. Und dann ist das Geschenk verfallen. Kann ich auch nichts dafür. Das ist, wenn man, ne, den Tag vor dem Abend lobt. Das war ein Glückswurfversuch. Gucken, ob wir da was treffen, gerade zufällig vor der Tür. Das sollte nicht sein. Da liegt mir Fall auf dem Boden. Was, wovon? Was ist da jetzt auseinandergebrochen? Ach so, der Hocker. Okay. Sagen, da ist nicht mehr großartig, was da ich auseinanderfallen kann. Aber da war ja noch der Hocker. Das war mal wieder eine schöne Explosion. Hat lange gedauert, dass wir mal wieder eine schöne hinbekommen, aber wir haben wieder eine schöne hinbekommen. Da haben wir auch nur noch zwei Pipe-Bombs. Tiffy, hold the line. Das soll es sein. Und ey, der Knut, der Kamerad hier direkt wieder. Das ist Stupsi. Tiffy und Stupsi. Okay. Ja, hier da unten. Gut. Man merkt, ich bin da, hab da auch guten Respekt vorgekriegt vor den Mollys, was deren Flugwilligkeit angeht. So, weg sind sie, Gott sei Dank. Brauchen wir dann extra Wasser auf mich trinken. Ja, mach schön. Der war schön. Müssen wir nur aufpassen, dass wir nicht direkt auf die Zombies schmeißen, sondern auf den Boden darunter. Treffen wir einen Zombie, weil der Kopf höher liegt, ist der Explosionsradius zu nah an uns dran und wir beschädigen uns selbst. Was relativ tricky ist, wenn die hier alle rumrennen, wie bescheuert. Haben wir die ganze Welle weggebombt? Müsst ihr jetzt erstmal neu reinkommen, außer ihr zwei da? Einer kommt da draußen noch rum. Oh, ihr macht euch da schon wieder eine kleine Treppe. Na, ist okay, dann gehen wir gleich wieder in den Nahkampf über. Die Gruppe ist gerade perfekt. Geht auch weiter. Och, Mann, du musst ja blöde Kappe, Philipp, genau da gerade reinlaufen, wo ich das schmeiße. In your face. In my face, in dem Fall. Hier, nimm die Pipebomb, die ist sicherer. Das, die ist weggetischt. Toll. Haben wir gerade Metallstückchen hier weg rumgefetzt? Ja, aber. Ich meine, das ist jetzt komplett despawn. Und perfekt. Zwei Skill Points. Nice. Schön auf dem Holzer bleiben. Kappe Philipp mal wieder. Der wollte mir das schon wieder vermasseln. Nächste Basis, da stehen wir höher. Dann passiert sowas nichts mehr. Nicht mehr mit Rückkopplungsexplosionsradius. Mittlerweile können wir gut Rohstoffe abbauen. Das heißt, Kontaktgranaten ist unser Go-To. Wahrscheinlich. Kontaktgranaten, richtig Granaten. Muss die blöde Kuh in dem Moment da reinrennen. Oh Mann. Gerade frisch vom Feministenkongress gekommen. Wollte mal eben hier Scheiß sagen, weil es Neues gibt, wie man die Welt wieder schön zerstören kann. Ah, und direkt noch einen Direwolf mit angeschleppt hier. Da ist er wieder. Na, Fifi? Hey, könntest du dich dazu clustern? Treffe ich da hinten?
Ja, doch, das ging ganz gut, aber der zuckt ja immer noch. Du müsstest eigentlich mit ein wenig Glück einen roten Beutel fallen lassen, der richtig schöne, tolle Sachen geben kann. Hier, Fifi, da so, ja. Nee, renn dich weg, Mann. Komm zurück, Fifi, halt doch mal Position. Oh je, yeah. Oh, ei, das war voll in mein Gesicht. Sag mal, ja, mal momentan ein wenig mit der Waffe, damit ich meine Gesundheit regenerieren kann. Oh, klar, schön danach. Die nächste In-Your-Face-Explosion für uns selber wird uns killen. Da müssen wir erstmal wieder ein bisschen beikommen, das war da wieder. Und noch ein paar Bändchen draufballern. Und eine ist schon abgelaufen. Wir könnten auch, ja, futtertechnisch können wir da, haben wir da gerade Luft. Das hier essen, da geht auch Gesundheit zurück. Jetzt stehst du da toll, Fifi. Come on. Ja, bleib drinne, bleib drinne. Pong. Headshots wären schöner, aber naja, dein Rückgrat kommt auch. Level 2 oder bist du einmal unten ganz schnell außen rum gerannt? Ich glaube, ihr seid 2. Ja, vorne läuft den linke Vorderlauf, kannst du schon mal nicht mehr benutzen, sag ich mal. Karen, musst du dich dazwischen drängeln, das war doch hier für Oberfifi hier bestimmt. So, ihr jankt schon. Ich probiert noch mal. Oh boy. Schnell. Okay. Wir haben da ein bisschen was zerfetzt, aber immer der Wolf klebt immer noch. Der Dire Wolf. Da so. Nee, das ging ins Gesicht, aber der rote, orange-rote Beutel gehört uns. Perfekt. Und sofort ist morgens grauen. Das heißt, wir haben hier heute Nacht überstanden. Nice. Wir machen hier einen Scheiß. Ja, und dann gehen wir auch in den Nahkampf über, damit wir nicht auch einen Screamer rein spawnen. Den habe ich voll verfehlt, den Headshot, oder? Und da habe ich wieder gut gemacht. Das haben wir doch noch getroffen. Okay, danke für den Beutel. So, ich bin gewillt, nochmal eine Granate zu schmeißen. Müsst ihr wohl alle mitmachen, da? Hier, da. Ja, gab ein bisschen Rückkopplung, aber da können wir mit um. Der Bob wäre da fast jetzt reingerannt und hätte uns den ganzen Tag hier noch versaut, ey. Ei! Ja, ich bin zu früh zurückgewichen. Da habe ich schon mal erwähnt, dass ich noch ein bisschen Übung brauche mit den Dingers. Bingo. Ja, wir sollten definitiv aufhören, Granaten zu schmeißen bei unserem derzeitigen Gesundheitszustand und noch ein paar Sekündchen warten. Dann ist sowieso morgen gedudel. Die Zombies sind dann wieder normal schnell und wir gehen in den Nahkampf über, um halt keine Screamerin reinzulocken. Machen die letzten paar Viechers da weg und looten die schönen Beutelchen. Ich habe leider keinen Loot-Candy mehr bekommen irgendwo. Ansonsten, das wäre jetzt noch schön gewesen. Mit dem orangen Beutelchen da unten Loot-Candy rein. Denk dran, ich brauche viele, viele tolle Bücherchen, die uns weiterhelfen und Honig. Honig brauche ich auch eben. Okay, wir fangen mit der Dachluke an, weil da sind noch ein paar Birdies. Irgendwo. Ich habe ein paar Geiers rumgeiern hören. Der liegt hier tot. Bist du wegen Morgengrauen gestorben? Wo? Ich habe dich schon rumgeiern hören. Ich sehe aber keinen Rumgeiern hier. So, ich hoffe, das war nur der eine Wolf. Ansonsten haben wir gleich ein Problem, wenn wir jetzt noch einen dicken, fetten Direwolf hier bekämpfen müssen. Lass mal schön hier in Reihe und Glied. So, kommt mal in gerader Linie auf mich zu. Wenn ich so ein bisschen schräg gehe, dann lauft ihr parallel ganz komisch. Dann verfehle ich immer. Das ist wegen den Zombies, wie die den Pfad hier ausgehen, ne? Und zurückhauen war ja niemals wenig die Rede, war das nicht. Kann man, ihr Loser. Lapalüsa Blanca. Ich hab den Patschhähnchen gesehen. Was macht denn da Bob da hinten noch am Zaun? Wollt ihr nicht mit uns spielen? Da habe ich übrigens mein Bike abgestellt, damit das schön aus dem Weg ist hier. Ja, du wolltest gerade, ne? Ich hab das gesehen. Du bist noch nicht tot. Du kannst mir nichts vormachen. Hier, bitteschön. Hier, da, frisch Speer. Gut. Okay, den Lampenpost, den habt ihr da ordentlich. Ich hab letztens schon
die Lampen abgebaut. Da könnt ihr da schon, konntet ihr da schon nicht dran. Aber was habt ihr denn immer mit den Stangen hier? Sind die denn so hässlich, dass die weg müssen unbedingt? Ich weiß auch nicht, ja. So, ganz, ganz wichtig, erstmal den roten Beutel. Das sieht ja auch aus. Jede Menge gelbe Beutelchen, ein roter oder oranger Beutel und nicht ein einziger blauer. Blau ist dazwischen die Stufe. Ja, Explosivbücher, Armorbücherchen, ein bisschen Stahl, ein bisschen Muni. Oh, ein bisschen, ja, das passt doch ganz gut. Survival Medium is completed. Alright. Und eine Futterdose. Sweet. Wie gesagt, extra Candy wäre jetzt noch richtig nice gewesen, um da noch ein bisschen hoch zu pushen hier, was wir da an Loot kriegen können. Sollte nicht sein. Aber ich habe schon ein paar gute Sachen jetzt hier gesehen. Wir gucken uns halt sofort nochmal spezifisch im genaueren direkt an. Ich habe wohl noch keinen Honig gesehen. Also in den Beutelchen. Ich weiß natürlich, wie Honig aussieht. Das Honig ist mir nicht fremd. Habe ich sogar schon mal von Weitem sehen dürfen. Tatsächlich so Real-Life-mäßig oder so. Aber ihr wisst schon, wen ich meine. Warum und so. Alright, ich glaube, das waren alle Beutelchen. Mal lieber nochmal richtig rundherum gucken. Ja, das sieht ganz passabel ausgeplündert aus hier. Ja. Gut, gut, gut. Ich habe ja gerade gesagt, das Bike ist da. Dann begeben wir uns mal dahin. Drücken den Sortierbutton, ziehen uns unsere Nerd-Armor an. Und dann lesen wir mal die Bücher und so weit weg. Okay, wie gesagt, dann hier so hin. Und schwuppdiwupp. Das einmal durchsortiert hier. So, der Nerd-Outfit angezogen. Den Bogen, den können wir schon mal direkt scrappen. Den kann man nicht verkaufen und wir arbeiten nicht mit Bogen, geht die also weg. Da bin ich jetzt mal gespannt. Hoffentlich kommen wir da relativ hoch mit der eine höhere Stufe Qualität herstellen dürfen. Wir haben übersprungen. Wir sind von 58 auf 60 gesprungen, wie ich richtig gesehen habe. Und Light-Armor Stufe oder Armor generell Stufe 4 dürfen wir jetzt herstellen. Das ist perfekt. Genau so habe ich mir das gewünscht. Perfekt, wunderbar. Das heißt, bevor wir dann noch Scout-Mission gehen können in der nächsten Folge, machen wir uns noch ein Rüstungsset. Ja, und neue Explosives kriegen wir wahrscheinlich auch. Hubcap Landmine, ja, werden wir wahrscheinlich nicht nutzen. Die Throwable Explosives, das sind die Sachen, wo wir hinterher sind. Plus Explosives Bücher auf 30, damit wir Gunpowder im Stapel herstellen dürfen, für später in der Chemiestation. Das ist ganz nice. Du bist ein Perkbook, ne? High Power 44er Magnum Munition. Weiß nicht, ob wir das jemals nutzen werden, aber schauen wir mal. Du bist doch ganz wichtig. Und nur eins von bekommen. Oh, come on. Wieso kriege ich von meiner Main Weapon, Range Weapon, in den letzten paar Serien seit Experimente, nie die Bücher zusammen? Was soll denn das? Ich gebe doch da auch genauso Punkte rein wie in den Melee-Waffen. Die sind immer so weit hinterher. Ich habe meistens Random Waffen, aber Gott sei Dank bist du auch noch eine Stufe hochgegangen. Meistens Random Waffen. Range-Waffen, die besser dastehen als meine Hauptwaffe. Ist ja bescheuert, ist das. Ratchet Quality 4 können wir auch herstellen. Wir können eine Menge 4er Sachen herstellen. Du bist Medium Armor, Scavenger Boots, aber du bist Stufe 1. Du wirst gescrapped für Parts. Wir haben Bier, das ist kein Honig. Und die ganzen Steinwaffen hier, die können Tools, die können definitiv alle weg. Brauchen wir nicht. Die brauchen wir nun wirklich nicht. So, dann war es das jetzt aber auch für diese Folge. Wir haben die Horden Nacht erfolgreich rumgebracht. Die scrap ich gleich. Lass mich mal ganz, ganz fix nach Hause, bevor die 4,3% der Verseuchung da auf 5 umtickt und ich 2 Honig nehmen muss. Wir haben nämlich nur noch 2. Gut, ja, dann sehen wir uns gleich hier mehr oder weniger im Anschluss wieder in der nächsten Folge, wenn ich das gerade hier so weggepackt habe und mir Honig reingepfeffert habe und an einem blöden Zaun hier hängen geblieben bin. Und dann stellen wir uns eine Schweinegang und eine Runde entgegen. Dann stellen wir uns neue Rüstung her, angefangen mit dem Nerd-Outfit und dann geht's auf Scout-Mission ins Wasteland, gucken, wo wir denn zukünftig wohnen wird. Heißt aber auch, für diese Folge war es halt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an der Hordennacht und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, mal rein, gebt der Gas, habt das Spaß und werft nochmal einen Blick zurück, ob Boss hinterherkommt. Nee, tut er nicht und auf Wiederwinkel. Tschüss.